Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und herzlich willkommen am sommerlichen Bilsterberg, wo im Hintergrund Motorräder ihre Runden drehen. Also wenn ihr was Sportliches hört, heute sind es mal Motorräder. Ich habe heute das Vergnügen, euch den Renault Captur vorzustellen. Das ist ja ein Kleinwagen-SUV im Prinzip, den die Franzosen erstmalig in Genf im März 2018 vorgestellt haben. Und er hat den Minivan Renault Modus abgelöst. Das ist ja so der Trend, ne? Minivans raus aus dem Sortiment, SUVs rein, weil die verkaufen sich halt im Moment deutlich besser. Ja, im Jahre 2017 hat Renault dann dem Captur einen Facelift spendiert, im sprichwörtlichen Sinne. Sie haben die Front angepasst, der Stoßfänger wurde angepasst und in dem Rahmen hat er auch ein großes LED-Tagfahrlicht im unteren Bereich spendiert bekommen, was sich auf der Autobahn im Dunkeln auf jeden Fall sehr gut macht, so zumindest meine Erfahrung in Sachen Überholprestige bei dem Fahrzeug. Beim Euro NCAP Crashtest im Jahre 2013 hat der Captur alle 5 Sterne holen können. Man kann ihn also somit als sicheres Auto bezeichnen. Er steht übrigens auf der gleichen Plattform wie der Renault Clio, die 4. Produktgeneration, und wird in Spanien gebaut. Was ganz interessant ist, im Jahre 2017 in Sachen Neuzulassung hat der Captur mit 23.700 Neuzulassungen den Clio und auch den Megane auf 23.700 Neuzulassungen. Unseren Testwagen hat Tobi für euch konfiguriert, den Code blenden wir unten ein. Da geht es direkt ab in den Konfigurator und ihr könnt euch die Konfiguration von unserem Testwagen ansehen. Ja, wenn wir mal auf die Mitbewerber gucken, da tue ich mich schon fast schwer, weil die Wagen werden ja selbst von der Fachpresse immer nur noch als Kompakt-SUV bezeichnet, ne? VW Tiguan, Kompakt-SUV, genauso wie der Renault Captur. Wobei, wir haben ja eben gelernt, der steht auf der gleichen Basis wie der Clio 4, also auf einer Kleinwagenbasis. So sag ich einfach mal, es ist ein Kleinwagen-SUV. Mitbewerber wären der Mazda CX-3, der Citroën C4 Cactus, der Fiat 500X oder auch der Opel Crossland X. Und es gibt noch zahlreiche mehr in dem Segment. Ja, Renault macht es mir einfach, dankenswerterweise bei den Motorisierungen. Seit dem Bestehen oder seit der Veröffentlichung gibt es 4 Motorisierungen, hat sich auch nach dem Facelift nicht geändert. 2 Diesel, 2 Benziner, auch das ist einfach. Der kleine Benziner hatte 0,9 Liter Hubraum, ist ein Dreizylinder Turbomotörchen und der leistet 90 PS. Der größere Benziner hat 1,2 Liter Hubraum, ist ein rein Vierzylinder und der leistet dann 118 PS. Bei den Dieseln haben wir beides mal die gleiche Hubraumgröße, 1,5 Liter ist der Hubraum groß und der kleinere Diesel leistet 90, der größere 110 PS. Alle Fahrzeuge haben erstmal Frontantrieb. Geschaltet wird in der Regel auch manuell mit der Hand. Bei den 90 PS Versionen haben wir eine 5-Gang-Handschaltung und bei den beiden größeren Motoren dann eine 6-Gang-Handschaltung. Den kleinen Diesel und den großen Benziner, hoppla, den großen Benziner gibt es zusätzlich mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, also einer Automatik. Uns hat Renault den kleinen Benziner gegeben, also haben wir hier nur 1, 2, 3 Zylinder bei 900 Kubikzentimeter Hubraum. Ja, 900 Kubikzentimeter. Der hat eine Leistung von 90 PS, kommt auf ein maximales Drehmoment von 140 Newtonmeter. Die liegen bei 2250 Umdrehungen pro Minute an. Wir haben die 5-Gang-Handschaltung und ich sagte ja schon, sind eh alles Fronttriebler, so auch unser Testwagen. Und jetzt noch die restlichen Fakten hier zu unserem 90 PS Benziner Renault Captur als Selbstschalter. Der beschleunigt von 0 auf 100 in 13,1 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann bei 171 km/h. Der Renault Captur verfügt über einen Tankinhalt von 45 Litern. Beim Neftverbrauch laut Renault von 5,1 Liter Super auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 880 Kilometer kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Renault mit 114 Gramm pro Kilometer an.
Der Renault Captur ist 4,12 Meter lang bei einem Radstand von 2,60 Meter. Er ist 1,57 Meter hoch und misst in der Breite 1,78 Meter. Der Wendekreis beträgt 10,40 Meter. Das Leergewicht ist mit 1.234 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 1.659 Kilogramm. Der preiswerteste Renault Captur ist für 16.190 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 20.090 Euro, kostet aber so, wie er hier steht, 20.680 Euro. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 18, Vollkasko 19 und Teilkasko ebenfalls 19. Renault bietet den Captur aktuell in 5 Ausstattungslinien an. Die kleinste ist Life, Limited, Intense, Bose Edition und Initial Paris. Das ist die höchste. Die haben wir auch schon bei anderen Renault-Fahrzeugen kennenlernen dürfen. Unsere Ausstattungslinie ist Intense, direkt in der Mitte, also die dritte quasi, egal von welcher Seite. Und nochmal unser Hinweis, guckt euch gerne die Konfiguration an, die wir für euch zusammengestellt haben. Da ist dann auch nochmal die Serienausstattung aufgelistet, wie auch die aufpreispflichtigen Optionen. Ja, in der Basis, mit dem Facelift wollen wir noch einmal zeigen wenigstens. Ne? Hier haben wir jetzt die großen Cs bekommen auf beiden Seiten. Und ich kann euch wirklich sagen, im Schummerlicht, ne, mit 90 PS auf der Autobahn, eine linke Spur, und so ein A4 springt auf die Seite. Und ich meine, das liegt echt nur an dem Tagfahrlicht. Also macht schon was her. Zudem haben wir auch bei unserem Intense Voll-LED-Scheinwerfer. Bei der Basisversion hat er natürlich Halogenscheinwerfer. Und es kann auch mit dem Überholprestige in der Kombination natürlich was zusammenhängen. Also LED Pure Vision hier beim Intense serienmäßig dabei. Und das zeigen wir euch jetzt einmal in der abgedunkelten Halle. Auch wenn es nicht so aussieht, die Halle ist abgedunkelt. Ich drücke hier mal die Funkfernbedienung. Hinten leuchten die Rücklichter jetzt so ein bisschen. Und vorne geht das LED-Tagfahrlicht an. Und im Auto selber meldet sich halt die Innenraumbeleuchtung. Ich steige mal ein und starte auch sofort den Motor. Start-Stopp ist ebenfalls beleuchtet. Jetzt geht das Licht hier aus. Und ich glaube, man sieht es ganz gut. Die ganzen Schalter sind ebenfalls beleuchtet, allerdings nicht auf dem Lenkrad, auch nicht die an der Lenkstocksäule, die Schalter. Hier unten nochmal und in der Tür, die Schalter sind ebenfalls beleuchtet. Auch der Eco-Schalter und der Tempomat-Schalter ist beleuchtet, Start-Stopp leuchtet ebenfalls. Und wir haben im Handschuhfach in dieser Griffschalenablage, da schimmert es auch nochmal weiß durch, quasi als Ambient Light. So sieht das Cockpit aus im Dunkeln und so das Infotainment-System in der Nachtansicht. Vielleicht einmal nochmal das Navi zeigen. Der Vollständigkeit halber sieht man aber auch nicht viel. Der Lichtschalter befindet sich auf der Autolichtschaltung und ich starte den Motor. Was übrigens ganz lustig ist, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, wird es irgendwie auch nochmal heller vorne. Weiß gar nicht warum. Das wäre Abblendlicht, Parklicht und Licht ausgeschaltet. Immer wieder zurück in Autolicht, Lichthupe, Fernlicht und den Blinker habe ich noch. Dabei schalte ich das Licht einmal aus, aber auch irgendwie wieder an, ne? In Auto und hoppla, die Nebelscheinwerfer habe ich vergessen. Da sind sie einmal. Jetzt bin ich aber durch. Die Farbe unseres Testwagens ist wirklich interessant. Es ist fast so ein bisschen wie so ein Flip-Flop-Lack. Nennt sich Biscaya Blau. Und was ihr wahrscheinlich gar nicht so wirklich gut sehen könnt, hier setzt das schwarze Dach an, ne? Geht mit den Holmen runter bis hier vorne hin. Also es gibt 35 Farbkombinationen. Unsere hier kostet 590 Euro Aufpreis. Und da könnt ihr das Dach in unterschiedlichen Farben auch wählen. Guckt es euch am besten einmal im Konfigurator an. Ein anderes Blau ist aufpreisfrei. Das ist das Rauchblau. Gibt es mit 3 unterschiedlichen Dächern oder komplett durchlackiert. Auch das im Konfigurator. Ja, der Captur als Crossover hat immerhin eine Bodenfreiheit von 17 cm. Da kann sich so mancher echter SUV eine Scheibe abschneiden. Ne?
In der Basis steht der Wagen auf 16 Zoll Stahlfelgen. Bei uns sind aber im Rahmen der Intens-Ausstattungslinie diese 17 Zöller dabei. Und es gibt auch keine optionalen Alu-Räder, die man noch bestellen könnte. Die sind hier bezogen mit Michelin Primacy 3 Reifen in den Dimensionen 205, 55, R17. Vorne haben wir innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten eine Trommelbremse. Der Durchmesser ist bei beiden gleich, 258 Zentimeter. Nee, Millimeter natürlich. Ja, schauen wir uns zusammen das Heck an. Oben 90er Jahre Retro-Strummelantenne zum Rausschrauben. Dann der üblich bekannte breite Dachspoiler, den wir ja jetzt fast bei allen Fahrzeugen haben. Geht auch hier über in Flix. Und dann haben wir zweigeteilte Rückleuchten. Deren Design hat sich zum Facelift dann auch nochmal geändert. Das sind jetzt so Halb-LED-Leuchten, ne? Der rote Rand, das ist LED-Technik. Und innen drin ist dann normales Licht zu finden. Beziehungsweise innen drin, muss ich auch sagen. Muss ich alles nennen hier, damit es keine Klagen gibt. Und die dritte Bremsleuchte übrigens hier oben. Alles, was hier blinkt und glänzt und leuchten kann, zeigen wir euch jetzt einmal in der abgedunkelten Halle. Ich starte den Motor. Der Lichtschalter befindet sich auf der Autolichtstellung. Abblendlicht, Standlicht, Licht ausgeschaltet. Wieder auf Auto, einmal die Bremse. Dann haben wir die Nebelschlussleuchte, die eine links. Kann ich auch wieder, ups, so ausschalten. Dann lege ich einmal den Rückwärtsgang ein. Da haben wir auch nur einen Rückfahrscheinwerfer rechts unten. Und dann kann ich noch einmal blinken. Eine Seite, die andere Seite und den Warnblinker. Und dann haben wir das Ganze auch schon erledigt. Ja, und wer sich fragt, nee, erst mal vorne bin ich gar nicht drauf eingegangen. Hinten wie vorne natürlich hier so ein schicker Unterfahrschutz aus Plastik. Somit meine Wortkreation, ein Design-Unterfahrschutz. Sieht so aus, als könnte der was, kann aber nichts. Der Auspuff ist nicht zu sehen, muss ja auch gar nicht, wenigstens keine blendende. Der sitzt hier auf der linken Seite, ein einfaches Auspuffrohr. Das ist der Schlüssel oder die Schlüsselkarte vom Captur. Hinten das Renault-Logo oder die Renault-Raute. Vorne die entsprechenden Schaltflächen. So einmal spieken. Verriegeln, entriegeln, Licht einschalten und den Kofferraum entriegeln. Ja, das war's auch schon. Ungewöhnliches Format, also jetzt nicht für Renault, sondern eher für unser Eins. Ich muss mal kurz Tobi fragen, hinter der Kamera, der ist den auch gefahren. Findest du immer noch gut oder findest du, geht so? Tobi sagt mittlerweile, findest du, geht so. Ich finde es mittlerweile gar nicht so schlecht. Immerhin kannst du nämlich an Schlüsselbund noch hängen. Und ja, stört mich nicht. Ich habe sowieso immer viele Schlüssel. Gut, ich kann also hiermit den Wagen verriegeln. Hiermit getan, Spiegelfahren ran und auch wieder öffnen. Spiegelfahren wieder weg. Jetzt halte ich den Knopf mal gedrückt in der Hoffnung, dass die Fensterscheiben sich absenken. Tun sie aber nicht. Also verriegel ich das Fahrzeug nochmal und stecke mir die Karte in die Hosentasche, weil ich hier einen Taster habe und wenn ich den drücke, geht eigentlich die Tür auf, ne? Verstehst du das, warum das manchmal nicht geht? Nee. Aber es geht schon, ne? Hast du auch gemacht, oder? Manchmal geht es und manchmal will er nicht. Ja, das ist jetzt hier Schmuh. Stimmt, das könnten wir auch noch mal zeigen. Also es geht, es hat funktioniert. Warum es jetzt hier nicht geht, man weiß es nicht. Was auf jeden Fall geht, ich zeige dem Auto noch mal, ich bin da. Und ich habe jetzt den Schlüssel, ne, habe ich immer noch in der Hand und gehe einfach mal weg. Ja, wir uns verarschen heute, oder? Also normalerweise gibt es da so ein Didididid und dann verriegelt er sich automatisch, was ich ungemein praktisch finde, wenn es halt immer funktionieren will. Ja komm, wir stellen doch hier nichts, ne? Oder ich mache es nochmal so, wie es jetzt wirklich wäre, ne? Also ich starte einmal kurz den Motor. So. Hoi, 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 das war aber eine lange Fahrt. Vater, Vater, ey. Mach's gut. Ah,
Also kann der. Bloß hier wahrscheinlich zu viel hin und her geklicke, verwirrt ihn dann. Wenn es jetzt auch noch funktioniert. Ja, also es geht und es hat auch bisher immer funktioniert, warum es hier beim Film eben nicht wollte, man weiß es nicht. Aber hier fällt mir ja auch nichts, ne? Lass mal ruhig mal durchlaufen hier. Gut, ich habe vor euch ausgemessen, aber ich steige einfach mal ein. Sehr bequem, die Sitzwange befindet sich hier mittig, gemessen bis zum Boden auf einer Höhe von 66 cm. Bequemer kann man quasi kaum einsteigen, also ich nicht. Und hinter der Sitzwange geht es dann nochmal 4 cm runter. Das ist also alles sehr angenehm. Hat sich neulich jemand darüber aufgeregt, über meine Tür zu ziehen. Also wenn man so dumm war, die Tür ganz zu öffnen, muss man sich halt schon ein bisschen rausstrecken, um sie zu schließen. Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier vom Renault Captur in der Intense-Ausstattungslinie. Und ich fange auch gleich an. Nee, ich mache eben eine Sache, zeige ich mal. Hier Wasser. Also erstmal Entschuldigung, ich habe die Fenster überall offen, weil das hier so wirklich bullenheiß drin ist. Und eine Sache wollte ich euch ganz eben zeigen, das ist nämlich der Teppich. Also ich zeige ja wirklich nicht oft einen Teppich an, ich habe das glaube ich noch nie gemacht. Aber der ist so außergewöhnlich und beim ersten Einsteigen ist er mir sofort aufgefallen. Gibt dem Auto eine ungewöhnliche Frische. Und wenn man das jetzt auch nochmal in Kombination mit dem Sitz sieht, ja, das sieht man halt nicht alle Tage, kann man auch ruhig mal zeigen. Gut, ich schwätze da nicht rum, mache ja die ganze Zeit schon. Ich zeige euch jetzt hier die unterschiedlichen Materialien im Innenraum. Fangen wir mal an hier, das ist harter Kunststoff, aber nicht alles, sondern hier schließt sich dann diese Kante quasi so eine weiche Oberfläche an. Das ist dann wieder hart, ist klar, das ist ja das Fach, sagen wir später. Und dieser ganze Bereich sehr heiß, aber weich. Dann die nächste Kante, dann wird es wieder hart. Und auch das Handschuhfach, das ist alles harter Kunststoff, zieht sich auch hier unten lang. Und auch der ganze Mitteltunnel, alles harter Kunststoff, während das Infotainment-System hier von hochglänzend schwarz eingefasst ist. In der Tür haben wir im oberen Bereich auch diese weiche Oberfläche und hier einen Armlehnen, quasi sogar so eine Art Kunstleder. Aber hier unten fängt es dann an, wieder hart zu werden und auch der Rest ist harter Kunststoff. Das Lenkrad übrigens mit Leder ummantelt, die A-Säule hingegen dann wieder harter Kunststoff und das Dach ist mit Stoff bezogen, der Himmel, nicht das Dach, wo kommen wir denn da hin? Und das ist sogar ganz leicht unterschäumt mit so einer leichten Schaumstoffschicht. Ja, und die sitzt natürlich auf Stoffsitzen. Also, Premium-Anspruch hier, glaube ich, nicht mal ansatzweise angedacht. Lustiger Materialmix. Ich finde es interessant, dass das hier wirklich tatsächlich weich gehalten ist. Aber es ist halt schon ziemlich viel harter Kunststoff in der Summe. Wobei manche Leute sagen ja auch, es ist robust harter Kunststoff. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich muss es ja nicht bewerten. Aber ich sehe gerade, macht mich wahnsinnig, das Lenkrad steht irgendwie schief. Und mir persönlich auch ein bisschen zu hoch jetzt zu moderieren. So ist besser. Sorry. Ja, was das Platzangebot angeht, ich sitze schon auf der tiefsten Stufe. Ich bin 1,80 Meter groß und hier passt deutlich mehr als eine Faust zwischen meinem Kopf und dem Himmel. Fast zwei Fäuste sogar. Ich sitze hier wirklich auch sehr angenehm, habe genug Platz. Zwischen den Sitzen gerade mal 15 cm Abstand. Das ist schon wirklich wenig, aber wir sind hier sowohl zu zweit als auch zu dritt als auch zu fünft drin gefahren und es geht, es funktioniert schon und auch gerade hier längere Strecken zu zweit vorne, das ist alles abbildbar und gar nicht so kuschelig, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Gut, mache ich auch gleich weiter. Der Punkt, den ich immer Ergonomie nenne, was eigentlich schwachsinnig ist, eigentlich geht es darum, euch die ganzen Taster und Schalter hier zu zeigen und wo die sitzen. Und das mache ich jetzt. Natürlich in der Mitte an. Hier zentral Warnblinkschalter und Zentralverriegelung. Dann das Infotainment-System, ist ein Touchscreen. Ich zeige hier nur mal irgendwie einfach zwei Sachen. Willkürlich klicke ich hier so ein bisschen rum, damit es ein Geschmäckle gibt, wie responsive das Display ist. Eine Etage tiefer dann die Klimaanlage. Da vielleicht auch nochmal kurz den Motor angeschaltet, dass die mal mit Licht befüllt ist. Hier ist der Drehregler, drehe ich hoch. Und hier kann ich die Temperatur einstellen.
Eine Automatik gibt es auch. Dann geht er halt ganz aus. Ne? Jetzt hier nochmal Luft, nochmal kalt. Und im Display wird mir auch immer nochmal angezeigt, was ich hier gerade drücke oder nicht drücke. Also kann gibt's immer nochmal so eine Einblendung. Und jetzt aber wieder aus. Ne? Brauchen wir nicht. Hier unten übrigens Start-Stopp, den ich jetzt nochmal drücke. Und hinter dem Gangwahlhebel haben wir eine Eco-Taste für das Eco-Fahrprogramm. Und hier kann ich mir überlegen, will ich den Tempomat nutzen oder den Speedlimiter oder keins von beiden. Dann haben wir ein Multifunktionslenkrad. Also Basis-Multifunktion und an der Lenksäule im unteren Bereich ein Satellit für das Infotainment-System. Also leiser, lauter. Hier unten Taster für Mode und OK, also zum Bestätigen. Telefonate annehmen und ablehnen. Und hier kann ich dann die Audioquellen noch ändern. Ja, und da hinten ist dann auch noch ein Drehrad zum Switchen, meine ich. Ja, gut. Scheibenwischer habe ich euch gezeigt, ne? Vorne und hinten natürlich. Und hier auf der anderen Seite dann tatsächlich der Lichtschalter. Ich kann nämlich das Licht hier schalten, auch die Nebelscheinwerfer bzw. Schlussleuchte. Es ist aber auch gleichzeitig der Blinkschalter und ich kann hier Lichthupe und Fernlicht geben natürlich auch. Dann neben dem Lenkrad kann ich Start-Stopp deaktivieren und die Beleuchtung der Schalter regeln. In der Verlängerung der Armlehne habe ich dann vorne die Spiegelverstellung. Kann hier auch die Spiegel anklappen. Hallo, da war ich. Und wieder ausklappen und entsprechend verstellen. Dazu habe ich dann noch 4 elektrische Fensterheber und kann die hinteren Fensterheber sperren. Ja. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Am Blinkerschalter ist dann die Bedienung für den Bordcomputer. 2 Taster, an denen ich hier hoch und runter mich bewegen kann durch den Bordcomputer. So, jetzt habe ich aber. Es ist ja nicht so viel, was ich euch gezeigt habe. Und die ganzen Funktionen kann man auch sehr schnell intuitiv begreifen, verstehen. Und wer sich jetzt hier nicht wundert, dass man Licht am Blinkerschalter an- und ausschaltet, was ja auch eigentlich was Normales ist bei vielen Autos, der hat hier keine Hindernisse zu überwinden. Geht alles. Easy. Okay, habe ich die 3 Punkte durch. Kann euch sagen, wir haben hier eine Gurthöhenverstellung. Die Länge der Gurte zeige ich euch auch einmal kurz. Na, wenn er mich lässt. So viel Platz haben wir hier. Also üppig und reichlich. Die Sitze sind manuell zu verstellen. Das ist ganz vorne, das ist ganz hinten. Na, so sitze ich. Dann sind sie noch in der Höhe zu verstellen. Zumindest der Fahrersitz. Beim Beifahrersitz haben sie das gespart und ich habe innen Drehrad zur Lehnenverstellung. Und die Kopfstütze ist schon ziemlich weit ausgefahren. Ja, die ist auf Tobi eingestellt, so quasi kurz vorm Rausfallen. So muss ich das machen, damit ihr auch was seht. Ne? Ja, Kopfstützenbedienung, immer so eine Sache. So, die Sitze sind mit Stoff bezogen. Und ganz lustiges Detail, hier an der Seite ein Reißverschluss. Den kann ich also hier aufziehen und ich dachte, ja super, kann ich das auch rausnehmen und waschen oder so. Aber das sieht mir nicht so wirklich danach aus. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da was kaputt mache. Nee, ist ein Klettverschluss. Tatsächlich kann ich also dann wohl abziehen und waschen. Das hat natürlich was, gerade für Leute, die viel schwitzen. Dann kann man die Polster mal schnell abziehen, in die Waschmaschine tun und den Schweiß rauswaschen. Hört sich nicht lecker an, ist aber so. Und dann, wo ich gerade hier bin, am Beifahrersitz, Isofix-Halterung. Ne? Hier sind die Teile, wo ich dann die, den Sitz einhängen kann. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Ja, ich habe in den Sitzen immer so zwischen 3 und 4 Stunden bei den längeren Strecken gesessen. Nach 3 Stunden sagt mein Rücken nicht Aua, aber er meint so, beweg dich doch mal ein bisschen. Aber sollte man ja eh machen, ne? Bei längeren Strecken einfach mal aussteigen, sich mal dehnen, strecken, sich einen Augenblick bewegen. Und es ist jetzt also nicht dramatisch für mich gewesen, sondern es ist einfach, man merkt es halt nur. Da irgendwie will der Rücken nicht mehr ganz so. Und ja. So ist es halt. Und es gibt keine Sitzheizung. Habe ich schmerzlich vermisst, selbst bei den heißen Tagen. Bevor ich auf die Schalter überhaupt eingehe, die Lüftungsdüsen hier an der Seite kann ich links-rechts verstellen, aber nicht in der Höhe.
Und über den Drehregler, ja, kann ich die Höhe dann verstellen bzw. sie schließen. Aber es ist also nicht wirklich eine Dosierungsschalter oder Hebel, sondern hier durch Anstellen kann ich die quasi verschließen. Und hier außen, diese funktionieren genauso, zu, auf, und dann kann ich sie noch verstellen. Aber jetzt den Luftstrom regeln, das geht nicht. Das Lenkrad, hatte ich euch ja eben schon gesagt, ist mit Leder ummantelt. Es lässt sich manuell verstellen, habe ich eben auch schon mal angespoilert. Jetzt zeige ich euch mal hier den kompletten Radius. Bemerkenswert in meiner Sitzposition, selbst wenn ich den ganzen Radius durchspiele, ich kann immer das komplette Cockpit sehen. Es wird mir also nichts abgeschnitten. Lassen wir das so mal stehen. Ja, es ist ein Multifunktionslenkrad, wenn man es so nennen möchte. Weil so multi sind die Funktionen natürlich nicht. Ich habe hier kann ich den Tempomaten setzen und die Geschwindigkeit variieren. Auf der anderen Seite kann ich den beenden oder resume machen, also dass er die voreingestellte oder die gespeicherte Geschwindigkeit wieder aktiviert. Und dann habe ich hier noch eine Taste für die Spracherkennung. Und das war es auch schon an Multifunktionen hier beim Lenkrad. Vom Lenkrad zu den Spiegeln, die sind ja, passen irgendwie so gewitzt nach oben, geht das dann einmal mit so einem Schwung, aber von der Spiegelfläche her ist auf jeden Fall angemessen für das Auto. Ich habe eine gute Sicht nach hinten. Das kann ich bei dem Innenspiegel nur bedingt sagen. Ich kann nämlich nicht mit einem Blick die komplette Fensterfläche erfassen, dann muss ich mir mit dem Kopf so ein bisschen hin und her rudern. Aber das hält sich auch noch an Grenzen, zumal das hintere Fenster auch nicht so riesig ist. Mit den drei Spiegeln sieht man schon eine ganze Menge. Wenn ich einen Blick über die Schulter mal durchführe, die B-Säule nicht gerade zierlich, auch nicht bei dem kleinen Auto, aber trotzdem kann ich noch bequem dran vorbeigucken, indem ich so ein bisschen hin und her rudere. Auf der anderen Seite die A-Säule, nicht schlank, aber das ist noch im Rahmen. B-Säule in Ordnung, C-Säule in Ordnung. Ja, und zwischen C- und D-Säule so ein Möchtegern-Fensterchen, was aber auch nicht wirklich hilft, denn die D-Säule ist schon breit, da ist auf jeden Fall ein toter Winkel. Den kann ich aber mit dem Einbeziehen des Spiegelblicks auflösen, sodass hier nichts Gefährliches passieren kann oder keine Gefahrensituation entstehen kann, wenn man es ordentlich macht. Ja, okay, dann starte ich mal den Motor. Startknopf hatte ich euch ja schon gezeigt. Ich richte mal die Kamera hier aus, damit ihr das alles ordentlich sehen könnt. Vielleicht zoome ich nochmal ein Stückchen heran. Und Feuer. Ich entkuppel doch schon. Oh, Gang vielleicht nochmal raus. Das ist es also, das Cockpit auf der linken Seite der Drehzahlmesser bis 7000 Umdrehungen. Bei 6000 fängt der rote Bereich an. Auf der anderen Seite dann sehr prominent die Tankanzeige. Und in der Mitte einmal so im ja, Oldschool-Stil quasi die Geschwindigkeitsanzeige und oben drüber der Bordcomputer. Die Blinker sieht man jetzt, glaube ich, hier auch schon angedeutet. Die sind dann, Scheibenwischer, halt, stopp, ich Idiot. da leuchten die Blinker. Und im unteren Bereich seht ihr dann auch noch was, da wird mir angezeigt, dieser Balken, wie effizient ich fahre. Dazu gibt es dann noch einen Stopp und ein Werkstattsymbol. Im oberen Bereich auf jeden Fall der eigentliche Bordcomputer. Das Auto hat also 12.000 Kilometer jetzt auf der Uhr, 2.000 sind wir davon gefahren. Keine Meldung, Reifendruck, bla bla bla, Durchschnittsgeschwindigkeit, gefahrene Distanz jetzt hier zum Bilster Berg 75 Kilometer. Von der Kraxer Straße Reichweite, Momentanverbrauch wird nicht im Stand angezeigt. Der Durchschnitt war eben noch bei 6,9, aber jetzt durchs An- und Ausmachen und in die Halle fahren und so ein bisschen höher. Und Momentanverbrauch ist das, 5,6 Liter glaube ich. Und damit sind wir auch schon durch mit dem Bordcomputer und eigentlich auch mit dem ganzen Cockpit. Schalte ich den Motor aus. Der Warnblinkschalter könnte gar nicht besser positioniert sein, nämlich hier oben ist er. Klar, jetzt könnte es noch dick vorstehen, ne? So ein Notaus, aber im Prinzip, da sitzt der super, finde ich, auch von der Hand, zack, Stau, das geht, volle Punktzahl von mir für den Warnblinkschalter an Renault. Und um das zu feiern, mache ich auch gleich einen Hupencheck. So hört sich die Hupe hier im Renault Captur an. Da bin ich auch schon zurück mit dem Ausfahrt TV Ablagencheck. Ich zeige euch hier die ganzen Ablagen im Renault Captur mit der Intense Ausstattungslinie. Fangen wir immer an mit den Türtaschen. Hier habe ich zwei Flaschen reingeklemmt. Einmal ist das der halbe Liter und dazu dann noch der ganze Liter.
passen hier gut rein, allerdings nicht irgendwie geführt oder so. Hier ist kein wirklicher Flaschenhalter, aber man kann sie da halt unterbringen. Und man sieht es vielleicht jetzt, wo ich die Flasche auch so ein bisschen nach hinten schiebe. Nach hinten ist auch nochmal so ein Stückchen Platz, auch wenn die ganze Fläche der Tür nicht ausgenutzt wird. Die Griffschale gibt es nicht. Und der nächste Punkt ist dann hier oben das Fach. Kleines Staufach in eine rutschfeste Matte. Und auf jeden Fall gut, um Schlüssel da reinzulegen. Man muss bloß aufpassen, jetzt gerade im Sommer, das wird da auch mollig warm drin. Dann unterhalb der Klimatisierung, hier neben dem Start-Stopp-Knopf, ist erstmal ein Schlitz. Da kann ich den Schlüssel reinschieben. Muss ich nicht. So wird dann auch gleich die Zündung aktiviert. Zündung aus, Zündung an. Aber ich kann ihn da zumindest reinschieben. Darunter dann nochmal ein Fach mit einer rutschfesten Gummimatte. Und wir haben hier noch einen 12-Volt-Anschluss. Was ich natürlich jetzt gerade merke, vergessen habe ich euch zu sagen, dass wir hier auch einen USB-Anschluss an dem System haben, um auch jetzt zum Beispiel ein iPhone mit dem System zu verbinden. Allerdings liefert der kaum Strom. Also ich habe irgendwie eine halbe Stunde geladen über das Kabel an dem USB-Anschluss und es ist genau nichts passiert. Dann gehen wir mal weiter hier. Haben wir irgendwas? Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe gerätselt, aber ich weiß es einfach nicht. Ein Loch. Und was soll man da reinstecken können? Und dann haben wir zwei Getränkehalter unterschiedlicher Größe mit so Gummiflaps an der Seite. Quasi als Abstandshalter. Der halbe Liter. Na, jetzt kippelt das Ding auch noch. Schieben wir das mal wieder ordentlich da rein. Kippelt hier rum. Da geht es dann ein bisschen besser. Den ganzen Liter kriege ich hier aber nirgends rein. Dafür sind die zu klein. Also für halbe Liter Flaschen im Prinzip. Dann das Handschuhfach. Das ist schon mal wieder eine Geschichte für sich. Eine Schublade, die man auch ziemlich weit aufziehen kann. Aber wenn ihr das jetzt hier so seht, wenn hier tatsächlich mal einer sitzen sollte, simulieren wir hier mal mit der Flasche ein Bein. Das wird schon ganz schön eng. Ich habe es geschafft. Da muss man halt ein Stückchen nach hinten rücken. Wenn hinten einer sitzt, die Beine halt irgendwie stark anwinkeln. Ein bisschen Bordmaterial ist hier drin auf jeden Fall. Und dann so ein bisschen rutschfeste Hartplastik-Geschichte. Ja, es ist die Frage, macht man das, ne? Oder macht man es nicht mit so einer Schublade? Ich sag mal so, wenn ich lange Strecken oft mit einem Beifahrer fahre, würde ich, glaube ich, sowas nicht gut finden. Aber so finde ich es gar nicht mal so unpraktisch. Und hier, wenn man so möchte, hat man auch nochmal, kann man einen Stift reinlegen oder so. Aber es ist auch harter Kunststoff da drin, also es wird dann klappern. In den Sonnenblenden haben wir in beiden Sonnenblenden Make-up-Spiegel. Die sind allerdings nicht beleuchtet. Und hier daneben nochmal ein Band, wo ich jetzt eben gerade den Fahrzeugschein nochmal reingeklemmt habe. Könnte man natürlich auch eine Rettungskarte reinklemmen oder so. Jetzt drehe ich das mal zur Seite um. Ich kann die nicht nach hinten ziehen und habe somit ein Fenster hier oder einen Bereich, wo die Sonne halt nicht abgehalten wird. So Leute wie Tobi, die mal ganz hinten sitzen, haben da wenig zu lachen. Dann gibt es Leseleuchten für den Fahrer und den Beifahrer. Und das ist aber auch gleichzeitig hier die Einstiegsbeleuchtung. Geht nicht sofort aus. Ja, einen Haltegriff habe ich hier nicht auf der Fahrerseite, wohl aber für den Beifahrer und an den hinteren Türen sind ebenfalls Haltegriffe. Und wenn ich jetzt hier nichts unter den Sitzen vergessen habe, was nicht der Fall ist, bin ich auch schon durch mit dem Abladencheck. Ich habe jetzt mein iPhone per Kabel an das Infotainment-System gekoppelt. Möchte euch das einmal kurz vorstellen auch. Und mal gucken, wie wir das jetzt hier am besten einfangen. Das spiegelt natürlich so ein bisschen. Beim Fahren hatte ich da eigentlich wenig Probleme mit. Oh. Gute Nacht. Guten Tag. Fangen wir mal an, das Radio. Wir haben also hier DAB, seht ihr, Radio Bob. Bob wird gespielt, ich mache mal die Zündung an. Das ist das Hauptmenü, es gibt eine Liste, kann ich halt so durchscrollen hier, die ganzen Sender und mir einen aussuchen. Voreinstellungen gibt es noch, also die kann ich speichern. Optionen haben wir hier noch. Und das ist das Hauptmenü und hier kann ich einfach durchskippen.
Da oben kann ich dann wählen zwischen DAB, AM und FM. Mir wird übrigens immer hier die Uhrzeit angezeigt. Mein Telefon ist per Bluetooth verbunden. Zeigt den Akkustand auch an und die Empfangsleistung. Und draußen sind es 28 Grad aktuell. Dann haben wir hier die Medien. Da springt er komischerweise immer sofort irgendwie in die iPod-Funktion rein. Per Bluetooth könnte ich das Ganze natürlich auch verbinden. Aber wir wollen ja beim iPod bleiben. Hätte hier jetzt die Liste Interpreten, das liest er auch alles aus. Und nochmal verschiedene Optionen. Gehen wir wieder zurück auf den Player, aber das machen wir nachher erst. Übrigens, ich persönlich mag es überhaupt nicht. Ich habe weder hier ein Drehrad, also muss hier mit Tastern arbeiten, oder auch über diese Lenkradwippe mit Tastern arbeiten. Finde ich nicht wirklich sexy. Telefon könnten wir hier wählen. Ist aber sonst auch per Bluetooth angebunden. Das ist hier, wie man fährt. Da kann man sich so ein bisschen lenken und leiten lassen und gucken, wie viel man verbrannt hat, beziehungsweise wie man effizienter nochmal fährt. Gibt es hier sogar so einen Eco-Trainer, der dann ein paar Tipps für einen hat. Das ist das Navi, da gehe ich gleich erst drauf ein. Hier die Einstellungen nochmal, die unterschiedlichen, die ich habe für Audio, Anzeige, Bluetooth und das System an sich. Hier Balance Fader, also wir haben hier in der Tat, das regle ich nochmal hier ordentlich raus, Klangeinstellung, kleinen Equalizer und das sind die Lautstärkeangaben, ne? Jawohl. Gut, dann gucken wir uns das Navi nochmal an. Mache hier einmal zustimmen. Ich habe ja hier eine Spracherkennungstaste. Mal gucken, was die kann. Eigentlich nur mit dem Smartphone reden, sehe ich gerade. Navigation. Nein, da sieht man, das dockt sich da nur an. Also geben wir das Ziel hier manuell an als Adresse. Stadt wäre ja Bielefeld. Und jetzt gebe ich ein BIE und da hat er Bielefeld auch schon gefunden. Straße, da wollen wir in die, ein bisschen nachdenken muss er immer, ne? Wer, ja, und dann schaltet sich das System immer aus. Da fragen sich die Leute, warum ich das immer laufen lasse, das Auto, bei solchen Sachen. Mache ich jetzt einfach mal Werderstraße, Hausnummer wäre 42, okay. Das ist auch in Ordnung, dass du die nicht findest, okay. Dann sucht er jetzt halt. Stellt mal so die Route zusammen, zeigt mir die auch einmal an, kann ich bestätigen mit OK und dann losfahren. Ja. Das Ziel wieder abzubrechen, einmal auf Ziel. Nee. Wie ging das nochmal? Hier gibt es übrigens auch noch unterschiedliche Sachen, Kartenausrichtungen, habe ich eben gar nicht gezeigt. Hier kann ich zoomen. Also Route ändern, so war das, ne? Und sage dann in Müll löschen und damit war es das. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ja, dann wollen wir noch mal hier mein iPhone bemühen. Hier ist also wieder mein Liedchen. Ich mache noch mal ein bisschen lauter und spiele das mal ab. Ja, das war die Eingangslautstärke. Ich kann auch noch mal fairerweise einmal die Fenster zumachen, wobei sich das hier jetzt auch gar nicht so schlecht anhört. Das Ganze noch mal in laut.
Ja, der Bass hat durchaus Druck. Dafür sind kaum Mitten zu hören. Und auch die Höhen, finde ich, sind schon recht dumpf. Um es auf den Punkt zu bringen, ich halte es hier nicht aus, tut mir leid, mich hat das jetzt überhaupt nicht überzeugt oder geflasht. Auf der Autobahn entwickelt das System genug Lautstärke, um auch bei höheren Geschwindigkeiten Radio zu hören. Aber ein audiophiles Vergnügen, so würde ich es nicht bezeichnen. Das ist jetzt auch nicht katastrophal, überhaupt nicht. Aber Schulnote so ausreichend, eine 4 wäre das für mich. Und möchte dazu sagen, dass es das den Captur ja auch als Bose Edition gibt. Und bei der Ausstellungslinie Initial Paris ist auch das Bose-System dabei, was ich aber auch nicht gehört habe. Kann ich euch leider nicht zu sagen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, wenn ihr beim Händler guckt, vielleicht hat er das ja da, dann könntet ihr da mal nachfragen. Und abschließend zum Infotainment-System noch eine Sache. Hier ist auch noch ein AUX-In-Anschluss direkt neben dem USB-Anschluss. Wir haben ein kleines SUV. Trotzdem wollen wir natürlich wissen, wie viel Platz ist hinten drin für die Kinder oder für den kleinen Jan auch. Da hinten sitzt man ja bekanntlich immer noch ein Stückchen höher als vorne. Ich sag mal so, ganz so einfach ist das Einsteigen hier hinten nicht. Einmal habe ich die C-Säule, die hier ziemlich steil abfällt. Da muss ich aufpassen und das Platzangebot ist auch nicht so üppig, aber ist gar nicht so verkehrt auch. Seht ihr jetzt, wenn ihr mit reinkommt. Ja, jetzt sitze ich also hier hinten und erstmal rein von der Beinfreiheit sieht das gar nicht so schlecht aus. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt, ich bin 1,80 Meter groß. Der Sitz ist auch auf der tiefsten Sitzposition und ich bekomme hier sogar meine doch recht klobigen Turnschuhe komplett unter den Sitz geschoben. Das ist schon mal sehr angenehm. Der Sitz hier hinten im Übrigen auch hart verschalt, also selbst wenn man größere Leute hier hinten sitzen hat, drücken die einem keine Beine hier in den Rücken rein beim Sitzen. Aber wie gesagt, Beinfreiheit ist durchaus gegeben. Was die Kopffreiheit angeht, ich sitze hier hinten deutlich höher als vorne. Eine flache Faust passt auf jeden Fall. Allerdings hier hinten wird es dann wirklich nur noch so eine Handbreit, die ich habe, wenn ich meinen Kopf an der Kopfstütze anlehne. Kopfstütze. Und auch wenn ich rüber gucke hier, der Dachholm ist gar nicht das Problem, sondern die C-Säule, da bin ich schon eher dann unterwegs. Aber auch das noch so im Rahmen. Ich kann da nicht ganz gut gucken. Wir müssen ja sagen, es ist ein Kleinwagen, ne? Ein kleiner SUV hier. Was für die Kinder wichtig ist, soll ich einmal sehen. Ja. Lustigerweise gehen nämlich die... Ja, ich musste Tobi einmal bitten einzusteigen, um den Motor zu starten, denn ohne Motorstart kriege ich die nicht runter, kriege ich aber trotzdem nicht runter, ne? Also, ja. Und die Fenster fahren nicht vollflächig runter, sondern bleiben hier so stehen. Und es gibt keine Automatik und somit bestimmt keinen Einklemmschutz. Au! Nein, gibt es nicht. Also, wenn ihr kleine Kinder habt, dann passt bitte immer schön auf mit den Fensterhebern, wenn ihr die von vorne steuert, dass eure Kinder da nicht die Finger zwischen haben, weil hier wird halt nicht geschützt. Und man sieht es, glaube ich, hier auch nochmal ganz schön. Die Scheibe ist getönt. Ja, danke, Tobi. Ja, Tobi wieder weggezaubert. Wir haben hier Isofix-Halterung. Die sind quasi zwischen der Sitzlehne und dem Sitz versteckt. Da muss man so zwischen Fingern, nicht wirklich einfach zu erreichen. Aber wenn man weiß, wo sie sind, geht es. Und so oft baut man in der Regel die Kindersitze ja nicht aus. Ja, eine Sache, ich finde es auch kinderrelevant. Erstmal vielleicht abschließen. Die Gurtpeitschen sind leider lose, also nicht starr. Somit könnten Kinder, die noch nicht so alt sind, Probleme haben, sich selbstständig alleine anzuschnallen. Wir haben eine bewegbare Rücksitzbank. Die fährt also bis zu 16 cm nach vorne. Das ist natürlich einmal der Vorteil, dass man den Kofferraum erweitert, das Ladevolumen im Kofferraum bzw. die Tiefe im Kofferraum. Aber auch wenn man kleine Kinder hat und nicht hinten sitzen möchte, dann kann man natürlich die Rücksitzbank schön weit nach vorne schieben, dass man vom Beifahrersitz aus bequem an das Kind rankommt. Ja, wobei wir ja auch auf dem Beifahrersitz in der Isofix-Halterung haben. Also wir könnten hier auch drei Kindersitze unterbringen.
auch gar nicht so verkehrt. Ne? Wenn ich mich jetzt mal, nee, erstmal messe ich das so aus. Hier hinten übrigens der gleiche Stoffbezug wie vorne, bloß in der Mitte, da wo ich eigentlich nicht sitze, dann so ein normaler Stoff. Hier haben wir harten Kunststoff in der ganzen Tür, bis auf die Armlehne, da ist auch wieder das Kunstleder. Vorne hatten wir noch im oberen Bereich diese Soft-Touch-Oberfläche. So, jetzt gucke ich mal, ich sitze also bis zu diesen Ziernähten fast mit meinen Oberschenkeln, wenn ich hier normal sitze. Und wenn ich mich in die Mitte setze, dann überdecke ich quasi diesen Bereich vollkommen. Wir hatten hier hinten drei Erwachsene tatsächlich drin sitzen, die allerdings alle ein bisschen schlanker waren als ich. Und die haben nicht gejammert oder gemeckert. Vielleicht sind wir auch einfach zu verwöhnt, der Tobi und ich. Auf jeden Fall saßen hier drei Erwachsene drin, aber drei Erwachsene meines Kalibers, die müssen hier hinten schon extrem kuscheln. Wenn die sich nicht mögen, gibt's Probleme. Ja. Okay, dann gucken wir uns einmal die Ausstattung zusammen an. Auch hinten haben wir eine Türtasche, die ist relativ klein, aber der halbe Liter passt gerade so da rein. Dafür ist dahinter oder ist da sonst nicht mehr viel Platz für andere Sachen. Dann haben wir hier hinten eine Griffschale. Könnte man auch was reinlegen, ist aber keine rutschfeste Unterlage oder so. Gibt nicht. Einen Haltegriff haben wir hier oben. Und es gibt eine Einstiegsbeleuchtung, aber das war es auch schon, also keine wirkliche Leseleuchte jetzt hier für die Kinder oder so. An den Rückseiten der Vordersitze sind so Gummibänder. Da kann man entweder mit Harfe spielen oder Sachen einklemmen, habe ich hier eben einmal für euch vorbereitet. Inwiefern das hält, ich weiß es nicht. Und wie schnell die ausfranden, weiß ich auch nicht. Aber es sieht erstmal pfiffig aus auf jeden Fall. Hier gibt es dann nochmal so ein kleines Ablagefach mit einer rutschfesten Matte auch. Und einen 12-Volt-Anschluss für die Rücksitzbank oder für die erste Sitzreihe, je nachdem wie man den legt. Ja, und damit habe ich euch hier hinten auch schon alles gezeigt. Auf der Rücksitzbank. Man kann den Franzosen ja viel vorwerfen, aber sind immer wieder für den Spaß zu haben. Ich habe also hier diese Taste, um den Kofferraum zu entriegeln. Ich verschließe das Fahrzeug jetzt nochmal über die Funkfernbedienung und entriegel jetzt den Kofferraum. Kofferraum geht auf. Wir spießigen Deutschen denken natürlich, wenn du den jetzt zugeschlagen hast, ist der auch wieder zu. Der ist aber weiterhin offen. Ich kann den aber über die Kofferraumtaste auch wieder verriegeln. Ja, so geht das. Aber ich entriegel mal das ganze Fahrzeug, weil am Ende muss ich dann noch mal an die Türen ran und so. Gut, wir haben hier ein Volumen von stolzen 377 Litern, verteilt auf zwei Etagen. Und unsere Ausfahrt-TV-Maßrolle, die Stativrolle, passt auf jeden Fall da locker rein. Das Maßband liegt auch schon zur Stelle. Und die Ladekante befindet sich auf einer Höhe von 76 cm. Jetzt haben wir inzwischen Boden, das zeige ich euch auch gleich nochmal. In ordentlich, aber ich muss ja jetzt erstmal einmal ordentlich messen. Den kann man nämlich tiefer legen. Wenn man ihn oben hat, dann hat man eine ebene Ladefläche. Also von der Ladekante geht es direkt rein. Und sonst geht es 24 cm nach unten. Zumindest wenn man den Ladeboden mit drin lässt im Auto. Achso, ja, messen, weiter messen, Jan. Messen, 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 immer total wichtig. Höchster Punkt, würde ich sagen, ist da. Also, Garagenparker brauchen hier eine lichte Höhe von 2,05 Meter auf jeden Fall. Und jetzt zeige ich euch einfach mal den Kofferraum, ne? Die Ausstattung. So, das sind sie also, oder zumindest ein Teil dieser 377 Liter. Unter anderem haben wir hier eine Mini-Auto-Verbandtasche mit Euro-Warndreieck und Warnwesten mit Klettverschlüssen. Lege ich mal hier ordentlich ab, das Maßband auch. Und jetzt haben wir den Ladeboden. Den können wir nehmen und einfach runterschieben. Dann ist er halt tiefer gelegt. Oder wir entfernen ihn ganz. Ja, so halbwegs massiv sogar. Und jetzt kann ich hier auch noch mal hochnehmen. Das mal mit einer Hand zu machen, macht keinen Spaß. So, und hier sehen wir dann ein vollwertiges Reserverad.
Dann sagen wir mal ein Reserverad. 125/70 R16, also nicht vollwertig, aber immerhin ein ganzes Reserverad. Und noch der Wagenheber und Abschlepphaken. Haben wir hier unten, eine Etage tiefer. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, ne? Ein Fahrzeug mit echtem Reserverad. Dann hänge ich hier mal die Heckablage aus, oben. Und hier unten sehe ich, wir haben keine echten Scharniere, muss man also aufpassen, auch beim Rausnehmen, damit das nicht zerbricht oder ausfranst, ne? Sonst war es das mit der Heckablage. So, jetzt gibt es ja noch eine Kleinigkeit. Ich kann auch vom Kofferraum aus die Rückbank verschieben um 16 cm. Und es geht sogar recht einfach. Recht fluffig. Um die Rücksitzbank umzuwerfen, gibt es hier ein Hebelchen. Das ziehe ich einmal nach oben. Ich habe hier übrigens auch gebührend Abstand zur Stoßstange mit meinen 1,80 Meter und kann dann 40% der Rücksitzbank umwerfen auf der rechten Seite und die anderen 60 auf der linken Seite. Und die fällt nicht, weil die Kopfstütze so weit rausgefahren ist. Und jetzt haben wir hier natürlich erst recht keinen ebenen Ladeboden. Das beheben wir nochmal schnell und legen den hier wieder rein, damit man das mal einmal sieht, dass es hier sogar recht eben ist. Die Tiefe des Kofferraums hier gebe ich mit obere Kante 55 an und untere Kante 64. Wenn ich die Rücksitzbank umgelegt habe, habe ich eine Tiefe bis zur umgeklappten Rücksitzbanklehne von 1,19 Meter und bis zum vorgeschobenen Beifahrersitz habe ich eine Tiefe von 1,60 Meter. Die Breite hier zwischen den Radkästen gebe ich mit 1,01 Meter an. Die Höhe bis zum Sichtschutz, das sind 37 cm und die Höhe bis zur Decke gebe ich mit 70 cm an. Wenn ich den Zwischenboden tiefer lege, aber im Auto belasse, dann gewinne ich nochmal 20 cm an Höhe. Und wenn ich alles so umgeklappt habe, dann habe ich ein Stauvolumen von 1235 Liter, dann aber gemessen bis zur Decke. Mein Fahrrad habe ich eben einmal eingeladen, das Vorderrad ausgebaut, das Hinterrad nicht, müsste ich eigentlich auch machen, weil das passt hier nur so rein, weil der Beifahrersitz halt ganz nach vorne geschoben ist. Wenn ihr also alleine Radtour machen wollt, geht das so. Wenn ihr mit zwei Rädern vielleicht sogar fahren wollt, müsst ihr auf jeden Fall beide Räder rausnehmen. Die Klappe habe ich euch gar nicht gezeigt, eben in der Nahansicht muss ich auch nicht, denn es gibt wirklich nur hier diese eine Griffmulde, mit der man den Kofferraum zuwerfen kann. Und ich habe auch nicht erzählt, dass hier natürlich ein Taster ist, unter dem Renault-Logo, hier unter dem Captur-Schriftzug. 423 Kilo darf ich zuladen bei unserem Testwagen. Davon 80 Kilo aufs Dach verbannen, wenn ich denn möchte. Es gibt auch eine Anhängerkupplung, die hat eine Stützlast von 75 Kilo. Und unser Testwagen dürfte Anhänger mit einem Gesamtgewicht bis zu 1,2 Tonnen ziehen, wenn der Anhänger dann eine eigene Bremsanlage hat. Sonst ist man hier limitiert bei dem Fahrzeug auf eine Zuglast von 625 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen bei meinem Fahreindruck mit dem 90 PS Renault Captur. Ich bin in Bielefeld in der Kraxer Straße und fange wie immer an, hier einmal zu wenden. Wir haben keine Rückfahrkamera in unserem Fahrzeug, sondern nur Parkpiepser. Die werden dann auch hier quasi so als Rückfahrkamera-Ersatz angezeigt. Und so habe ich auch schon flott gewendet. Vielleicht ein bisschen bin ich auf den grünen Bereich noch drauf gekommen. Wenn ich das hier mal so zeige, eine Lenkradumdrehung und eine Viertel. Das sind also 2,5 von Lenkeinschlag zu Lenkeinschlag. Wir haben im Captur zwei Fahrprogramme. Im Prinzip Normal und Eco. Eco habe ich ja hier unten die Taste. Wenn ich die drücke, erscheint unten im Drehzahlmesser einmal der grüne Eco-Schriftzug. Ja, den nehme ich jetzt aber einmal raus zum Hochbeschleunigen. Mit seinen 90 PS ist der Captur natürlich kein Rennwagen, ne? Und ihr wisst es auch, ich bin hier auch kein König, was das Schalten angeht. Geht ja jetzt auch nicht um hier High Performance, sondern einfach mal zu zeigen, wie fühlt sich das an, die Geschwindigkeit. Und ich schaffe es, ja,
gerade eben so quasi. Ich bin jetzt vom Gas gegangen bis zum 70-Schild. Bis zum 70-Schild auf 100 zu kommen. Das ist der Tunnel. Dreizylinder. Aber komm, der Vollständigkeit halber halt. Was man auch ganz schön sieht, neben der digitalen Geschwindigkeit links wird mir eine Schaltempfehlung angezeigt. Also immer wenn ich schalten sollte, erscheint da so ein Schaltknüppelsymbol. Und somit bin ich dann effizienter unterwegs. Apropos, ich gehe mal in den Eco-Modus. Das ist natürlich so eine, ja, im Prinzip, wenn ich mich für den 90 PS Benziner entscheide, also gegen den 120 PS Benziner, wird das wohl weniger eine finanzielle Entscheidung sein. Einmal durch den Wendekammer. Hier sieht man auch, dass er schön wendig ist. Keine finanzielle Entscheidung sein, sondern vermutlich mal eine Effizienzentscheidung. Und ich merke halt jetzt schon, wenn ich in Eco unterwegs bin, die Beschleunigung lübt nicht ganz so. Ne? Da muss ich das Gaspedal da wirklich bis zum Bodenblech durchdrücken, damit er ebenfalls Fahrt aufnimmt. Das ist aber auch ganz interessant beim Gaspedal. Ich habe im Prinzip so einen Bereich, so einen Wohlfühlbereich, in dem ich ganz normal beschleunigen kann. Und dann so das letzte Müh quasi vom Gaspedal muss ich noch mal ein bisschen mehr Widerstand überwinden, um dann voll durchzubeschleunigen. Also mach das noch mal eben. Das ist so normal beschleunigen. Jetzt spüre ich einen Widerstand und dann kann ich den noch mal durchdrücken und dann merke ich auch, dass er spürbar noch mal beschleunigt. Ja. Aber es muss jedem klar sein, mit 90 PS ist man hier nicht als Rennwagenfahrer unterwegs, sondern es geht eher darum, ein preiswertes Fortbewegungsmittel zu haben, um von A nach B zu kommen, denke ich mal. Ja, wir haben ein 5-Gang-Schaltgetriebe und auch wenn ich nicht ordentlich schalten kann, wie ihr immer sagt, die Schaltkulisse ist ordentlich präzise. Ich habe mich während dieser 2000 Kilometer nicht einmal wirklich verschaltet. Schalten geht auch locker von der Hand. Natürlich sind das keine kurzen, knackigen Schaltwege, sondern ja, so normale Schaltung halt. Ich glaube, die Lehne stelle ich mir doch noch mal so ein Stück nach hinten. Ja. Da. Achso, das ist jetzt hier übrigens unsere Fahrwerkstrecke. Den Fuge, bin ein bisschen langsam unterwegs für die Vergleichbarkeit und hier jetzt die ganzen Wellen, wo es halt auch schaukelt und ja, der Captur ist ja kein echter SUV, ich glaube selbst Renault nennt ihn eher Crossover, wobei das ja eigentlich auch nur, wenn man ganz ehrlich sind, ein Neudeutsch für SUV ist, aber in der Regel sind die SUVs ja mal ein bisschen härter abgestimmt oder straffer, das Fahrwerk ist ein bisschen straffer. Hier beim Captur, finde ich, ist er durchaus komfortabel abgestimmt. Und dennoch ist das Fahrwerk, ups, jetzt haben wir hier mal auf die Bremse, ist das Fahrwerk in der Lage, auch eine etwas schnellere Gangart in den Kurven mal mitzumachen, ohne dass man denkt, uiuiui, was macht das Fahrzeug hier mit mir? Start-Stop funktioniert auch und auch flüssig, muss jetzt nicht lange warten. Ja, und gerade im Eco-Programm empfiehlt es sich durchaus, oft und früh zu schalten. Ich habe euch oben mal eingeblendet den Durchschnittsverbrauch. Ah ne, das ist Kilometer. Ich wundere mich schon. 30,4, das ist aber viel, wollte ich gerade sagen. Wo ist der denn? Momentan Verbrauch, das wollte ich eigentlich zeigen. So, der läuft jetzt oben mit. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt in dem kleinen Fenster, aber ich habe es zumindest mal eingeblendet. Ich fahre jetzt direkt zum Bülzer Berg, um den Wagen noch abzudrehen. Also heute nicht erste Abfahrt, sondern zweite wieder. Die Bremse ist im Fahrzeug durchaus angemessen dimensioniert. Ich bin von diesen 2000 Kilometer, die wir das Auto jetzt bewegt haben, den Großteil auch selbst gefahren. Na, sagen wir mal zwei Drittel, glaube ich. Ja doch, zwei Drittel glaube ich schon. Und davon auch des Öfteren auf der Autobahn.
ziemlich viel Autobahn sogar. Da hatte ich einige Male auch das Vergnügen, mal ein bisschen stärker bremsen zu müssen. Und die Bremse hat hervorragend verzögert, gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir ein gutes Feedback. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie kleines Auto, kleine Bremse oder so. Ganz im Gegenteil, die passt hervorragend zum Auto. Und man kann sie auch noch fein dosieren. Also jetzt nicht so wie bei hochwertigen Fahrern. Nein, nein, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich brauche das nicht relativieren. Also ich finde, man kann die durchaus gut dosieren. Entschuldigung. Ja, abschließend darf ich mich entschuldigen für den Ton. Die Speicherkarte, mit der ich den Ton aufgenommen habe, habe ich nicht gesehen, ist übergelaufen, vollgelaufen, hat sich dann abgestellt. Aber jetzt die restlichen Sachen rede ich halt, fahre ich einfach ein bisschen langsamer, dann ist der Wagen also auch keine großen Nebengeräusche. Ja, tut mir leid. Mir ist ja durchaus bewusst, dass der Fahreindruck, den ich euch hier vermittle, immer sehr kurz gehalten ist und auch keinen hohen dynamischen Fahranteil bietet, sondern dass ich mich meistens hier auf die Ausfahrt beschränke und den Rest halt dann euch erzähle. Jetzt habe ich hier auch noch so einen kleinen Lieferwagen vor mir, der mich nicht wirklich fahren lässt. Ich gestehe, als ich den übernommen habe, den Captur, war ich ein bisschen angefressen, weil ich den ja gegen den 90 PS Diesel getauscht habe und hatte nicht wirklich auf dem Schirm, dass ich auch, ich versuche mal ein bisschen hoch zu beschleunigen jetzt, dass ich auch nur einen 590 PS Benziner bekomme. Bin dann aber direkt, ich habe ja in Köln getauscht, durch die Kasseler Berge nach Hause gefahren und war da doch sehr angetan, dass man mit dem kleinen Wagen hier auch relativ hohe Kurvengeschwindigkeit in den Kasseler Bergen noch umsetzen kann, ohne jetzt ein ungutes Gefühl dabei zu haben. Es gibt ja so Kleinwagen, da fährst du durch die Kasseler Berge und denkst so, uiuiui, was passiert hier? Nicht so beim Captur. Der hat das alles sehr schön gemeistert. Ja, die Höchstgeschwindigkeit liegt ja bei 171 km/h. Ich bleibe einfach auf dem Gas stehen und gucke mal, wie weit ich komme. Habt ihr jetzt auch schon mal so ein bisschen die Geräuschentwicklung dabei. Und er ist, weiß Gott, nicht der schnellste, was die Beschleunigung angeht. Also man braucht immer, um die Geschwindigkeit aufzubauen. Dafür, wenn man sie dann erstmal erreicht hat, hält er die eigentlich auch ganz nett. Also ich bin mit dem Wagen nicht immer effizient gefahren, eigentlich im Gegenteil, weil ich zwei, dreimal einfach schnell fahren musste, terminlich gesehen. Und somit hat er einiges mitgemacht. Aber ich sag mal so, so eine Teststrecke Bielefeld-Frankfurt und zurück, gut am Gas hängend, da kommt man dann auf einen einen Durchschnittsverbrauch von 9 Litern. Da mag der eine oder andere sagen, ja boah Jan, aber das ist ja der Neftverbrauch gedoppelt. Ja, aber wenn du ständig am Gas hängst und die Hälfte der Zeit in einem Höchstgeschwindigkeitsbereich rumtendelst bei so einem Litermotörchen, drei Zylinder, dann ist ja natürlich klar, dass er schön viel vom guten Super haben will. Und ich finde 9 Liter dann durchaus angemessen. Wenn man das umrechnet auf sportliche Fahrzeuge, wären wir da dann eher bei 20 Liter, glaube ich. Und von daher finde ich auch die Effizienz von dem Motor eigentlich ganz gut. Ich wollte hier noch einmal, ich schalte nochmal zurück, aber da ist halt auch nicht viel zu holen. Ne? Wenn du jetzt wirklich Gas machen willst, dann bringt dir auch das Zurückschalten halt nicht wirklich viel. Gerade der fünfte ist dann auch schon lange übersetzt. Ja, es ist also kein Sprinter, muss es auch nicht sein, aber ich halte mal fest, man kann auch durchaus zügig auf der Autobahn fahren. Und das finde ich eigentlich respektabel für so ein kleines SUV, was nur 90 PS hat und nicht mal einen Liter Hubraum. Fangen wir mal an, 1000 km/h im fünften Gang bei 2500 Umdrehungen. Draußen ist es nicht windig, nee. Ich höre jetzt schon leichte Windgeräusche, aber den Motor dafür nicht. 120 im fünften dann bei knapp 3000 Umdrehungen. Die Windgeräusche sind nur ein bisschen lauter geworden, finde ich immer noch voll vertretbar. Und auch den Motor höre ich immer noch nicht, also den werde ich nicht groß hören. Das schon mal als Spoiler.
40 jetzt bei 3700 Umdrehungen. Jetzt sind die Windgeräusche schon deutlich lauter. Ich hebe auch ganz leicht meine Stimme und höre auch ein sonores Brummen vom Motor. Dieses sonore Brummen habe ich auch bei 160 km/h bei 4250 Umdrehungen. Windgeräusche sind jetzt deutlich wahrzunehmen, also ich hebe auch schon deutlich meine Stimme mittlerweile. Aber das ist immer noch eine Geschwindigkeit, zumindest jetzt bei so einem kleinen SUV, was ich mir als Reisegeschwindigkeit vorstellen kann. 140 finde ich aber angenehm an dem Auto, aber das ist noch in Ordnung. Also so möchtest du dich nicht mehr lange unterhalten, weil du halt wirklich die Stimme hebst, aber wenn du jetzt alleine unterwegs bist mit ein bisschen Tralala im Radio, dann geht das alles noch. Jetzt einmal hochbeschleunigen bei Vollgas, auch wenn das wenig Sinn macht, aber es ist immer mal wieder gewünscht, bis 120. Und auch hier zeigt sich, dass richtig in Fahrt kommen will er nicht halt. Ne? Das dauert schon alles ein bisschen. Jetzt haben wir die 120 erreicht und ich kann mittlerweile auch mal wieder die Eco-Taste reindrücken, weil für die restlichen Sachen brauche ich die nicht unbedingt, die volle Kraft des Motors. Ich setze jetzt auch mal den Tempomaten einfach auf 120, das ist eine angenehme Geschwindigkeit, können wir ein bisschen quatschen und zeige euch auch wieder den momentanen Verbrauch an. Leider geht das nicht, den die ganze Zeit anzuzeigen, wenn ich mit Tempomat fahre, und ich fahre ganz gerne mit Tempomat bei den Geschwindigkeiten, um sicher zu gehen, dass die Geschwindigkeit auch entsprechend gehalten wird. Was Fahrwerk und Lenkung angeht, auch auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten finde ich das Fahrwerk nach wie vor komfortabel für einen kleinen SUV. Und auch mit der Lenkung hatte ich überhaupt keine Probleme. Sicherlich, die hat ganz schön viel Spiel hier in der Mitte. Da fängt es dann an, irgendwie, dass er reagiert. Aber es ist ein kleiner SUV mit 90 PS, da brauche ich auch keine knackscharf direkte Lenkung, sondern das ist vollkommen im Rahmen in Relation Auto bzw. Fahrzeugklasse und auch PS-Klasse. Ja, und eigentlich kann man den auch schaltvoll fahren, wenn man so möchte, im fünften Gang. Dann muss man halt damit leben, dass die Beschleunigung halt immer ein bisschen länger dauert. Und ich bin die ersten Male, die ich den Wagen gefahren bin, habe ich, glaube ich, immer zurückgeschaltet. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, Gott, ja, dann dauert es halt ein bisschen länger, entspann dich mal. Weil irgendwann kommt er dann ja schon in Fahrt. Ja, mein Fazit zu dem Motor oder generell zum Fahrverhalten hier von einem 90 PS Captur. Natürlich würde ich mir mehr Kraft wünschen, ne? Mehr PS, dass er schneller hochbeschleunigt. Ich hätte ihn auch ganz gerne mal mit Automatik gefahren, wobei es die ja nur für den großen Benziner gibt. Aber ich muss sagen, ich bin noch recht angetan. Also immer, wenn man sich wieder klar macht, man sitzt in so einem kleinen SUV, der hat nur 90 PS, dafür kann der schon eine ganze Menge. Und wenn man sich dann den Preis noch anguckt und den vergleicht mit ähnlichen Fahrzeugen aus dem Segment, spielt er da ja durchaus auch eine interessante Rolle, der Captur. Und somit, ich habe den echt verflucht in den ersten Tagen und mittlerweile habe ich ihn doch sehr lieb gewonnen, weil der bringt mich von A nach B, und wenn es jetzt meiner wäre, würde ich sagen, ja gut, ne? Muss halt ein bisschen mehr Zeit mitnehmen, aber es entschleunigt ja auch so ein bisschen. Ich finde ihn schon gar nicht so uninteressant. Zumal halt wirklich das Fahrwerk vollkommen in Ordnung ist, auch wenn man mal ein bisschen sportlicher unterwegs sein muss. Also er lädt dich natürlich nicht dazu ein, jetzt sportlich zu fahren, aber wenn du es mal ein bisschen eiliger hast, dann hast du eine kurvige Straße, fährst du ja nun schnell durch die Kurven, und das kriegt er zumindest hin, ohne Probleme. Und darauf kommt es ja an. In Sachen Assistenzsystem ist unser Testwagen hier jetzt nicht besonders üppig ausgestattet. Ich habe einen Tempomaten und der ist auch nicht adaptiv. Ich kann die Geschwindigkeit halt einstellen. Und die wird aber, also der schmeißt den Tempomaten raus, wenn ich schalte. Ich muss jetzt also nach dem Schalten Tempopilot, ne, ist gesetzt, dann schalte ich, dann muss ich nochmal Resume drücken. Die eingestellte Geschwindigkeit behält er bei, bis ich bremse halt oder kaltverformt bremsen muss.
Bescheid, was wir natürlich niemandem wünschen. Das ist es aber auch schon. Parkpiepser nach hinten kann ich noch erwähnen und damit sind wir durch. In den höheren Ausstattungslinien, habe ich gelesen, gibt es auch einen Parkassistenten und einen Totwinkelwarner. Das ist dann ja auch nochmal ganz interessant, aber hier in der Ausstattungslinie Intense ist es halt nicht dabei, sodass ich mit den Assistenzsystemen auch schon wieder durch bin. Ja, das war's. Das war unsere Videokaufberatung hier zum Renault Captur mit dem 90 PS Benziner. Und Renault gibt einen NEFZ-Wert von 5,1 Liter an. Wir sind das Fahrzeug jetzt insgesamt über 2000 Kilometer gefahren. Ne, noch nicht, jetzt 2000 Kilometer gefahren. Und haben am Anfang, das habe ich am Fahreindruck schon erzählt, so ziemlich Kilometer geschrubbt auf der Autobahn. Mit dem Gaspedal am Bodenblech. Nicht immer, aber öfter. In dem Zeitraum hatten wir einen Durchschnittsverbrauch von 9 Litern, was ich beachtlich finde im positiven Sinne. Weil wenn du so ein Dreizylinder-Motörchen die ganze Zeit am Limit fährst im Prinzip oder unter Volllast, dass er dann doppelt so viel verbraucht wie angegeben, finde ich noch machbar. Den Verbrauch, den wir zum Schluss erfahren haben, war ein Durchschnittsverbrauch von 7 Litern. Das ist immer noch 2 Liter über dem NEFZ-Verbrauch. Das ist so ein Verbrauch, wenn ich verhalten fahre, aber nicht langsam, aber mich schon so ein Stück weit zurücknehme. Also normalerweise fahre ich halt zügig da, wo es geht. Und es gibt so Tage, da bin ich halt in Gedanken und fahre dann halt so meine 120 auf der Autobahn. Da bin ich bei 7 Litern. Wobei dazwischen dann auch mal wieder 150 sind, wenn der Gedanke zu Ende ist. Ne? Was mache ich denn hier, 120 fahren, was soll das denn, Jan? Und dann so, nächster Gedanke, 120. Gut, komme ich auf 7 Liter. Ich bin mir mal ganz sicher, dass Leute, die sich dieses Auto kaufen, aus einer bewussten Entscheidung heraus auch locker einen Verbrauch unter 6,5 Liter erfahren können. Ne? Immer schön Eco-Programm fahren, schön früh schalten, auf der Autobahn maximal 120, 130 fahren. Da kommt man bestimmt locker unter 6,5 Liter, bin mir ziemlich sicher. Ja, gut. Am Ende habe ich dann noch drei subjektive Bewertungskriterien, also meine Meinung zu diesem Auto. Und ich hatte es, glaube ich, im Fahreindruck auch schon mal anklingen lassen, dass ich den abgeholt habe, war ich nicht gerade positiv gestimmt. Ich bin mit dem 90 PS Clio dahin gefahren, Diesel, und habe dann 90 PS Benziner in Clio als hochgebockt gekriegt. War ich erstmal nicht so angetan. Und die ersten 100 Kilometer hatte ich auch mit der Kupplung so ein bisschen Probleme. Irgendwie, das passte nicht so zusammen. Mittlerweile sind wir ja Freunde geworden, ne? Schalten klappt auch locker, mit der Kupplung überhaupt keine Probleme mehr, war einfach so eine Gewöhnungssache, glaube ich. Und aber der erste Punkt heißt nun mal Fahrspaß. 90 PS SUV, nein, ich hatte keinen Fahrspaß. Der einzige Spaß, den ich wirklich hatte, war auf der Autobahn im Halbdunkeln, wenn die dicken Karren auf die rechte Spur gehüpft sind, wenn ich da mit ganz viel Schwung auf 160 gekommen bin, ne? Da hatte ich Spaß, aber sonst Fahrspaß, nein. Es ist bestimmt ein preiswertes, effizientes Auto, kann man daraus machen. Aber wer Fahrspaß haben will, ich weiß es nicht. Gut, das zweite ist Fahrkomfort. Das Fahrwerk finde ich durchaus komfortabel. Die Sitze, nach 3 Stunden merke ich so, Mensch, dann steig mal aus. Also ist jetzt nicht, dass ich Rückenschmerzen schon habe, aber mein Rücken sagt so, mach mal ein Päuschen. Sollte man ja eh mal machen, ne? Alle 2-3 Stunden mal rechts rausfahren, sich ein bisschen bewegen, ein bisschen dehnen und strecken. Also so bis 3 Stunden sind die wohl vollkommen okay, zumindest für mich. Aber Sitze sind ja auch immer was sehr Persönliches. Aber im Grunde ist das schon komfortabel, wenn auch nicht besonders leise halt. Ne? Bei 140 sind die Windgeräusche schon so, dass man anfängt, seine Stimme zu heben. 160, da ist er ja auch schon fast am Limit. Ne? Da wird er schon ein bisschen lauter und so. Aber für das Segment, man muss ja auch mal das Segment und den Preis sehen, finde ich das auch immer noch akzeptabel. Ja, was die Alltagstauglichkeit angeht, wir haben Platz für 2 Erwachsene vorne. Und 2 Erwachsene meiner Statur hinten mit Abstrichen, wobei wir auch schon mit 5 Personen in dem Fahrzeug gefahren sind. Und ich weiß nicht, ob unsere Mitfahrer so genügsam waren, aber sie sagten, sie würden hinten okay sitzen. Beziehungsweise ein Kollege mit ähnlicher Statur sagte zu mir, so 1-2 Stunden wird er das aushalten. Ja, der redet schon wie Tobi. Ich glaube, der guckt deine Videos, ne?
Nein. Egal. Jedenfalls, also Platzangebot reicht für eine vierköpfige Familie. Der Kofferraum mit 377 Litern in zwei Etagen finde ich auch gar nicht so unsexy. Gerade die zweite Etage habe ich immer so Wertsachen reingetan. Ne? Die Goldbarren halt, die wir hier bei Ausfahrt TV sonst in der Heile liegen haben. Nein, wir haben keine Goldbarren. Macht euch gar nicht erst die Mühe. Und was mir gefehlt hat, war eigentlich eine Rückfahrkamera und eine Sitzheizung. Rückfahrkammer brauchst du nicht bei dem Auto, nein. Aber gerade wenn du so kurz vor Kontaktparken bist, ich finde es immer angenehmer, eine zu haben, weil ich das Gefühl habe, die Parkpiepser suggerieren mir immer, du stehst quasi schon auf der Stoßstange, aber dann hast du eigentlich noch 20 Zentimeter. Und wir fahren ja auf Kante hier, ne? Bei Ausfahrt TV. Und eine Sitzheizung, finde ich, gehört einfach in jedes Auto. Punkt aus. Auch im Sommer. Ja, und damit bin ich auch schon durch. Mit der Videokaufberatung hier zum Renault Captur. Ich bin sehr gespannt, was ihr da draußen sagt. Immerhin, es ist der Bestseller von Renault gewesen im letzten Jahr. Und ich denke, in diesem Jahr wird es auch nicht groß anders aussehen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was ihr da draußen sagt. Auch vom Preis her ja kein unattraktives Auto. Ich verabschiede mich jetzt aber hier an dieser Stelle wie immer von euch und sage tschüss, bis dann, euer Jan. Den Minivan, den Renault Modus abgelöst. Der Captur ist oder feierte seine Selbst... Oh, fuck. Zudem haben sie noch im Innenraum einiges getan und dem Wagen auch noch die höchste Ausstattungslinie zusätzlich angedient. Schwachsinn, ne? Bei den Benzinern bietet die Basis 0,9 Liter Dreizylinder Turbobenziner. Die Basis. Das war kein Deutsch, ne? Also richtig sinnvoll ist das dann nicht, ne? Ja, ja.